Hallo Leute, heute sind wir an der Swedish Store in Berlin und wir möchten uns über den Beruf des Kaufmanns im Großhandel informieren. Ich bin der Ali, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Swedish Store, selbst gelernter Kaufmann im Großhandel und auch der Ausbilder hier im Unternehmen. Einen Großhandelkaufmann braucht man, weil die ganzen Einzelhändler die Ware von uns beziehen und das in größeren Mengen. Und wir eigentlich genau zwischen Hersteller und Einzelhandel fungieren. Die Ausbildung zum Großhandels- und Außenhandelskaufmann dauert 3,5 Jahre. Und wir bieten hier eine duale Ausbildung an. Das heißt 2 Tage Schule, in der Regel 3 Tage Betrieb. Der Bewerber sollte in erster Linie gerne sprechen können, kontaktfreudig sein und interessiert an Handel sein. Er sollte natürlich mit Zahlen gut umgehen können und natürlich logisch und pragmatisch denken können, weil man viele Sachen kombinieren muss. Wichtig für mich beim Bewerber ist natürlich das sichere Auftreten und auch das freundliche Auftreten. Und nach der Ausbildung verdient man als Großhandelskaufmann in Berlin zwischen 1.600 bis 3.000 Euro netto. Es gibt genug Großhandelsunternehmen in Berlin, die auch wirklich Stellen anbieten. Generell dieser Kontakt zwischen Unternehmen und Kunde ist mir wichtig und das macht mir auch sehr Spaß. Ich habe die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und daraufhin habe ich mich entschieden, selbstständig zu machen. Und das ist natürlich auch möglich für jeden, der die Ausbildung abgeschlossen hat. So, wir bedanken uns bei Swedish Store und wir hoffen, dass die Informationen euch viel bringen.